Was die Fähigkeiten anbelangt, sind natürlich Haltungen sehr wichtig. Das heißt, ich muss auch entsprechende Haltung haben, ich muss den Sinn in dem Ganzen sehen und darf nicht vergessen, dass es hier immer der menschliche Aspekt im Vordergrund, nämlich die Brüchigkeit des Lernens ist. Wichtig ist, dass aus Studierendensicht wahrnehmbar, hier geht es um ein Konzept von Digitalisierung und nicht nur etwas, was ich als Inhalt in einer Lehrveranstaltung mitbekomme. Und der Austausch braucht natürlich auch entsprechende Räume, wo das stattfindet. Und hier ist die Zusammenarbeit zwischen Ausbildung, Fortbildung sehr wichtig, denn gerade bei dieser schnellen Entwicklung in den neuen Medien ist die Auseinandersetzung mit letztem Stand der Forschung ein ganz wichtiger. Früher musste ja immer die Lehrperson zunächst einmal durch Vortrag, Vorlesung etc. einen Input bringen. Und jetzt haben die Studierenden vielmehr die Möglichkeit, selbst gestalterisch, personalisiert sozusagen an das Wissen und an die Kenntnisse heranzukommen. Was die Fähigkeiten anbelangt, sind natürlich Haltungen sehr wichtig. Das heißt, ich muss auch entsprechende Haltung haben, ich muss den Sinn in dem Ganzen sehen und darf nicht vergessen, dass es hier immer der menschliche Aspekt im Vordergrund, nämlich die Brüchigkeit des Lernens ist. Ich glaube, die Medien bieten die Möglichkeit zu schauen, was passiert, wenn sozusagen ein ganz neues Element in eine Beziehung, in einem Lernprozess hereinkommt. Dieses Austarieren von lernseitiger Orientierung ist gerade dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler schon sehr kompetent sind im Umgang mit den Medien, eine große Chance, ganz andere Formen des Austausches zu finden. Und die Beziehung spielt eine große Rolle dabei. Ich glaube, dass einerseits die Medien und Einflüsse der Medien immer stärker wird, dass es wichtig ist, dass wir hier auch die Kompetenzen der Lehrkräfte stärken, tatsächlich sich nicht überrollt zu finden und andererseits aber nicht aus dem Auge zu verlieren, dass im Lernen immer noch die menschliche Auseinandersetzung im Vordergrund steht und nicht hier eine Delegationsleistung stattfinden kann oder sollte.